Blick auf. Wir befinden uns hier am Sportplatz am Katzenstein im Bober Schau. Wir wollen heute mal auf dem Vogeltoffelfelsen wandern. Das ist nicht weit von hier. Geht quasi ins Schwarzwassertal runter und dann einfach wieder hoch Richtung Hettstadtmühle und dort ist der Vogeltoffelfelsen. Soll wohl ein Aussichtspunkt sein. Gut, wer Lust hat, kommt einfach mit. So, jetzt sind wir ein Stück weit gelaufen, Kilometer circa, und am Abzweig, wo es rechts zum Katzenstein geht, habe ich vergessen zu filmen. Da müssen wir einfach geradeaus gehen. Das Schwarzwasser da 1,5 Kilometer ausgeschildert, wer die Tour mal gehen möchte. Jetzt geht es steil abwärts ins Schwarzwassertal runter. Bis später. So, und hier haben wir einen wunderschönen Ausblick ins Schwarzwassertal. Hoffe ich, dass man das sieht. Sind wir unten angekommen im Schwarzwassertal, das Tal der Schwarzen Pockau auch genannt. Geht bis ungefähr 11 Kilometer bis Kühnheide hoch. Ziemlich langes Tal. Dann haben wir hier eine Brücke. Und müssen an der Brücke rechts und dann gleich wieder links hoch zum Felsen. Ich hoffe, der Weg ist der richtige. Ja. Ziemlich uriges Gelände hier, finde ich. Und die Schwarze Pockau. So, hier ist der Abzweig von Schwarzwassertal, was hier weiter hochgeht. Zum Vogeltoffelfelsen. Ist zwar nichts ausgeschrieben, genau so muss es sein, steht nirgendwo was. Du musst es halt einfach nur wissen. Richtung Olvernhabe geht das hoch. Da lang. So, hier haben wir einen kleinen Zwischenaussichtspunkt ins Schwarzwasser da hinein. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Schöner Winter hier. So, den Berg wieder hoch aus dem Schwarzwassertal. An der Hittstadtmühle vorbei. Das ist hier ein christliches Übernachtungsheim. Hoch zum Parkplatz. Und dann steht da schon ausgeschildert Vogeltoffelfelsen 400 Kilometer links. Mal sehen. Jawohl. So, dann geht's hier links ab. Alles gut ausgeschildert bis jetzt. Aussichtspunkt. Vogeltoffelfelsen. Herunter ist wieder etwas steil und rutschlig. Aufpassen, aufpassen. Ja, das ist jetzt gut ausgeschildert. Das nächste schildert schon wieder. Super! Und hier drüben sehen wir den Katzenstein, wo wir quasi hergekommen sind. Da runter, hier hoch, einmal Tal Durchquerung fetzt. Super! So, dann wieder die letzte Ausschilderung, 100 Meter bis zum Felsen links, als Richtung Hittstadtmühle kommend. Und dann sind wir auch schon da.
So, jetzt sind wir angekommen am Felsen. Vogeltoffelfelsen. Hat man einen schönen Einblick in das Schwarzwassertal. Ups, haben sie sogar eine Bank aufgestellt. Wer hätte das gedacht? Huri, huri, huri. Ja? Da unten sind wir rausgekommen und durch den Wald über Sarbentin hoch bis zur Hitzstadtmühle und dann hierher. Sadosch! Schön, schöne Stimmung. Auf jeden Fall, es lohnt sich, hier mal herzukommen. Ein einfacherer Weg wäre gewesen, jetzt kommt's, Achtung, die Pointe. Man kann auch mit dem Auto nach Ansprung fahren, von da ab rechts zur Hitzstadtmühle, das Auto an der Hitzstadtmühle abstellen und 400 Meter hierher laufen. Circa eine Viertelstunde. Aber man kann auch hier lang, hier runter und hier hoch, das geht auch. Ist auf jeden Fall spannender. Tschüss, ahoi und servus, bis zum nächsten Mal.